Der Bitcoin setzt ganz im Gegensatz zu mir seine Erholungsfahrt weiter fort, erreicht teilweise sogar 45.000 US-Dollar. Im heutigen Video schauen wir uns nicht nur an, wo wir aktuell stehen, wir werfen einen Blick auf die aktuellen On-Chain-Daten, unter anderem, um zu identifizieren, ob es jetzt in Zukunft weiter nach oben oder nach unten geht, und wir schauen sogar einige Preisziele an, auf die der Bitcoin aktuell gerade hinauspeilt. Des Weiteren gibt es weitere Informationen und News, im besonderen Bezug auf Kryptobörsen, die es verweigern, alle Wallets der russischen Benutzer zu sperren. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und ich muss es nochmal ansprechen, es tut mir leid für meine Stimme. Nein, sie ist immer noch nicht besser geworden. Ich sehe allerdings nicht so fertig aus, weil ich so krank bin, sondern weil ich heute Frühschicht hatte, um 4 Uhr aufgestanden bin, danach zum Sport gefahren, von da aus nach Hause und mich direkt an das aktuelle Video gesetzt. Dementsprechend bin ich halt eben fertig, deswegen sehe ich so aus. Wir wollen auch überhaupt gar nicht darüber reden, sondern über den Bitcoin im heutigen Video. So, schauen wir uns zu Beginn des Videos erstmal den Bitcoin selber etwas genauer an, werfen auch einen Blick auf super interessante News und On-Chain-Daten, und ich habe eine super interessante News, gerade in Bezug auf die kommenden Zinserhöhungen. Bleibt unbedingt dran, nutzt die Zeitstempel, um dich im Video zurechtzufinden, und ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, dass meine Stimme absolut am Abkratzen ist. Doch reden wir gar nicht länger um den heißen Brei, Freunde, lasst eine Bewertung und einen Kommentar, um mich und den Kanal zu unterstützen. Springen wir auf die erste Folie. Bitcoin aktuell bei 44.300 US-Dollar, und er hat heute teilweise sogar schon einmal die 45.000 US-Dollar gesehen. Auch Ethereum kämpft aktuell gerade um die 3.000 US-Dollar, beide Kryptowährungen also in Bereichen von extremen Widerständen oder halt eben auch Supportzonen. Der Fear and Greed Index hat sich nicht wirklich bewegt, gestern notierte er einen Punkt mehr als vorgestern, dementsprechend immer noch auf einem neutralen Niveau. Werfen wir einen Blick auf unseren Daily Chart, beziehungsweise hier auf unsere Ichimoku Clouds, so sehen wir, dass wir auf dem Daily Chart tatsächlich oben ausgebrochen sind, aktuell über den Ichimoku Clouds traden, und ihr seht hier auch, wie wir gerade in den letzten Wochen teilweise eben in diesen Clouds landen. Sind. Das sieht man auch ganz gut, wenn wir jetzt mal auf den Weekly Chart gehen, denn hier sehen wir, dass wir seit einigen Wochen eben in dieser Cloud lancieren. Momentan sieht es eher danach aus, als ob wir nach oben hin ausbrechen, und auch die folgenden News, die ich euch mitgebracht habe, sind tatsächlich fast alle bullish. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle natürlich noch einmal ganz klar ansprechen, aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation solltet ihr auf gar keinen Fall euch auf irgendeine Chartanalyse oder so verlassen. Egal, was wir auch im heutigen Video besprechen, egal wie bullish es klingt, es kann zu heftigen Rückschlägen führen. Daher setzt euch ein bisschen Geld beiseite, damit ihr nachkaufen könnt, falls ihr denn Bock darauf habt. Doch fangen wir erstmal an mit der meiner Meinung nach positivsten News überhaupt, denn Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, der US-amerikanischen Zentralbank, sagte erst vorhin, ich halte es nach wie vor für angemessen, die Zinsen im März um 25 Basispunkte anzuheben. Die Zinspolitik ist eigentlich der Grund, warum der Bitcoin in den letzten Monaten so stark korrigierte. Natürlich ist der Krieg jetzt auch noch erschwerend dazugekommen, wobei er in den letzten Tagen ja tatsächlich sogar eher positiv für den Bitcoin war, doch im Allgemeinen sehen wir den aktuellen Downtrend eben aufgrund der Zinspolitik. Viele Anleger sind nämlich eben aus so risikoreichen Anlagen wie dem Kryptomarkt rausgegangen. Warum? Weil die Fed hier bereits Mitte letzten Jahres angekündigt hatte, im Jahr 2022 die Zinsen anzuheben, den Leitzins anzuheben und somit natürlich etwas Liquidität aus dem Markt zu nehmen. Zwar will die Fed natürlich ihre Zinspolitik auch wirklich jetzt leicht anheben, doch auf der anderen Seite sind 25 Basispunkte tatsächlich gar nichts. Es handelt sich hiermit umgerechnet quasi um eine Zinserhöhung von 0,25% und so weiter. Soweit ich weiß, ist das die geringste Zinserhöhungen, die wir überhaupt sehen können. Viele Anleger sind davon ausgegangen, dass die erste Zinserhöhung tatsächlich aus 50 Basispunkten besteht, somit 0,5%. Jetzt so 0,25% zu sehen, ist also bullish für den Markt, und das hat natürlich unter anderem den Grund, dass der Russland-Ukraine-Konflikt momentan einiges an Geld versenkt. Doch somit springen wir jetzt mal eben auf den Bitcoin und vor allem auch auf die Charts. Am 28. Januar haben wir diesen wunderschönen Move gesehen, wo der Bitcoin einfach mal in einer Kerze so nach oben geschossen ist. Tatsächlich gab es auch vorhin eine ähnliche Bewegung, teilte hier Brian Ross auf Twitter diesen Chart mit den folgenden Worten. Bitcoin hat sich innerhalb von ein paar Sekunden so bewegt. Erraten Sie was? Es geht um illiquide Versorgung. Es wird nur noch sehr wenig Bitcoin an den Börsen gehandelt, sodass selbst kleine Nachfragespritzen den Preis parabolisch machen können. Es ist jetzt kein guter Zeitpunkt, um gegen BTC zu wetten. Unter anderem passt der Twitter-Post natürlich zu diesem, der hier sagte, das illiquide Bitcoin-Angebot hat ungefähr 76,3% erreicht, den höchsten Stand seit knapp 10 Jahren.
Monaten. Eine weitere Grafik, die ich ebenfalls noch mit reinbringen möchte, damit man das eben nicht miteinander verwechselt, so wie ich es, glaube ich, vor 2 Tagen kurz getan habe. Hierbei handelt es sich um die prozentualen Bitcoins, die das letzte Mal vor einem Jahr bewegt wurden. Somit sehen wir aktuell einen Höchststand von 61,72% der Bitcoins, die tatsächlich keine Bewegung seit über einem Jahr gesehen haben. Das ist ein Höchststand. Das illiquide Angebot ist natürlich deutlich höher. Woran liegt das? Es handelt sich hierbei bei dem Last Active Supply tatsächlich um die Bitcoins, die sich vor mehr als einem Jahr das letzte Mal bewegt haben. Illiquide Supply kann halt auch eben so entstehen, in denen jetzt Bitcoins quasi akkumuliert werden, auf eine Wallet getan werden. Dann ist das auch illiquides Bitcoin. Dieses kann allerdings natürlich auch vor 4 Monaten akkumuliert werden, womit es eben in die zweite Statistik, die ihr hier gerade von Deep Dive seht, nicht mit reinfällt. Trotzdem sind 61,72% unglaublich stark. Schaut euch einfach mal die Statistik an. Diese Höchststände haben wir die letzten Male kurz vor Parabolen Run-Ups gesehen. Ich wollte es ja nur mal eben gesagt haben. Was wir aktuell auf der anderen Seite sehen, sind eben die Reserven auf den Exchanges, die, wenn man hier nach den Cryptocurrency-Graphen geht, weiterhin rückläufig sind. Das Ganze geht mit der folgenden Grafik einher, die hier Lex Morskowski auf Twitter geteilt hat. Hier sieht man, dass tatsächlich die Nummer der Akkumulationsadressen von Bitcoin parabol nach oben steigt. Somit sehen wir immer mehr Adressen, die den Bitcoin akkumulieren. Immer mehr Bitcoins werden von den Börsen abgezogen. Und das trägt dann natürlich am Ende des Tages dazu bei, dass der Bitcoin illiquide ist, somit Preisschwankungen deutlich schneller und deutlich stärker eintreten können. Das Ganze dann noch in Kombination mit einem Volumen-Gap kann dazu führen, dass der Bitcoin innerhalb von nur wenigen Stunden oder Minuten mehrere tausend US-Dollar nach oben oder halt eben auch nach unten steigt. Tatsächlich, wenn man auf das Volumen Cap schaut, so sieht man, dass der Bitcoin tatsächlich eher tendenziell nach oben steigt, wenn man hier so einen Volumen Squeeze sieht. So teilte Rack Capital auf Twitter, BTC ist in eine Volumenlücke eingetreten. Volumenlücken neigen dazu, vollständig gefüllt zu werden. Der Widerstand der größten Volumenlücke liegt vor uns in der Region von 48.000 Dollar, die zufällig inmitten der Bereiche der Makrospanne ist. Somit könnte das hier ein vorerstes Preisziel für den Bitcoin sein, eben die 48.000 US-Dollar, die er hier anstreben könnte. Unter anderem das illiquide Supply wird natürlich von solchen Dingen unterstützt, wie beispielsweise, dass der Purpose Bitcoin ETF weitere Zuflüsse genießt. Es handelt sich hierbei um einen kanadischen Bitcoin ETF, der immer mehr Bitcoins akkumuliert und zum aktuellen Zeitpunkt mit über 33.500 Bitcoins ein neues All-Time-High notiert. Eine ebenfalls sehr bullische Bewegung im Bitcoin sehen wir, wenn wir beispielsweise auf die Order-Daten von der Börse Binance schauen. So sehen wir, dass die Kauforders, also die Kaufanträge des Bitcoins, immer mit dem steigenden Kurs nach oben wandern. Somit zieht der Bitcoin immer weiter an. Je weiter er steigt, desto stärker signalisiert er hier auch Support nach unten, womit natürlich Abverkäufe unrealistischer erscheinen, beziehungsweise ein stärkerer Zusammenbruch vorerst nicht ganz so realistisch ist. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass gerade bei einem Niveau, was wir eben vorhin kurzzeitig erreicht haben, von knapp 45.000 US-Dollar sehr viele Verkaufsanträge sind, was natürlich auch nachvollziehbar ist, denn einige sehr große Wahl- und Institutionelle haben natürlich den Bitcoin auch im Bereich von 36.000 US-Dollar gekauft. Somit sehen Sie auch hier prozentual ein wunderbares Wachstum, dass hier Gewinne mitgenommen werden. Ist vollkommen normal und selbstverständlich. Daher bereitet euch auch darauf vor, dass es möglicherweise auch mal wieder ein paar rötere Tage geben wird. Was uns allerdings die Angst von Verkäufern etwas nehmen könnte, sind hier anscheinend Daten vom Analyseunternehmen Glassnode. Sie weisen nämlich darauf hin, dass fast jeder Käufer, der beim All-Time-High von 69.000 US-Dollar im November den Bitcoin gekauft hat, ihn zum aktuellen Zeitpunkt schon wieder abgestoßen hat. Somit werden wir höchstwahrscheinlich eben keine Leute sehen, die jetzt bei 69.000 US-Dollar gekauft haben und dann jetzt versuchen in den kommenden Wochen den Bitcoin abzustoßen, wenn es möglicherweise weiter nach oben geht. Hierzu schreibt Glassnode, während dieser 2,5-monatigen Konsolidierungsphase wurde ein großer Teil des Angebots von Top-Käufern zum Verkauf an Börsen übertragen. Dieses Angebot wurde dann nach und nach von Käufern mit höherer Überzeugung aufgesaugt, wobei die Kostenbasis dieser Münzen zwischen einer Preisspanne von 29.000 und 40.000 US-Dollar stärker gewichtet wurden. Was sehen wir somit also? Das Verhalten beschreibt ein breit angelegtes Umverteilungsverhältnis von einer schwachen Hand zu einer starken Hand. Somit, wie wir es auch jetzt die letzten Wochen begleitet haben, haben eben die Weak Hands verkauft in die Bereiche bzw. in die Hände der Strong Hands, die aktuell den Markt definitiv dominieren. Und somit kommen wir jetzt auch schon langsam in den Bereich, welche Preisziele der Bitcoin möglicherweise in einem bullischen Szenario hier anstreben könnte. Hierzu habe ich einen Post von Crypto
Quant rausgesucht, der so schreibt: Wir befinden uns jetzt in Stufe 4 der angegriffenen Bullen und der Markt hat die Möglichkeit, wie Boden zu bilden. Der Ausbruch des BTC-Marktes geschah, wie von uns erwartet, und der BTC-Preis war an einem Tag schnell um mehr als 5% gestiegen. Tatsächlich sahen wir gestern sogar zeitweise ein Wachstum von knapp 17% in den letzten 24 Stunden. Ebenfalls schrieb der CryptoQuant-Analyst, die Reihenfolge des starken Bullenangriffs umfasst 5 Schritte. Jetzt sind wir wieder in Schritt 4, dem sogenannten Short Squeeze. Market Maker führen diesen starken Short Squeeze, also bullish, durch und der Preis steigt schnell. Der Treibstoff für Short Squeeze wird mit dem steigenden Preis abnehmen, welches man an den Finanzierungsraten sieht. Hierzu teilt er einen Graphen, in dem man natürlich sehr schön sehen kann, dass die Finanzierungsraten eher ins Positive steigen, beziehungsweise das Negative ausgemerzt wird, wenn der Bitcoin steigt und somit Short-Positionen geschlossen und liquidiert werden. Doch worauf der Analyst hier hauptsächlich heraus wollte, das schauen wir uns jetzt einmal an. So schrieb er, als Kleinanleger in Panik gerieten, waren Wale gierig. Das heißt, Kleinanleger kapitulierten, aber Wale kaufen den Dip und zwar mit einem riesigen Volumen, als die BTC Exchange-Reserven weiter gesunken sind. Ebenfalls schrieb er, wenn sich andererseits ein W-Boden bilden kann und der Preis das kritische Widerstandsniveau von 45.700 US-Dollar durchbricht, liegt das erste Kursziel bei den Bullen bei etwa 54.000 bis 55.000 US-Dollar. Hierzu teilte er folgenden Graph, den ich jetzt nicht ganz so übersichtlich finde. Was man hier allerdings sehr schön sehen kann, ist eben das Volumen, bei dem die Wale richtig dick mit eingestiegen sind. Weil ich das ein bisschen zu unübersichtlich fand, habe ich das Ganze hier in mein Trading-Tool nochmal übertragen und so ein bisschen eingezeichnet, welche Preisziele jetzt halt, beziehungsweise welche Preisbewegung jetzt möglicherweise zu erwarten ist. Wie bereits gesagt, das hier ist kein Versprechen, tradet nicht danach, aber wir sehen hier halt eben eine sehr zuversichtliche Formation, die tatsächlich sehr bullisch werden könnte. Sollten wir jetzt den Ausbruch sehen, eben bei 54.700 US-Dollar, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir noch ein paar Prozente weiter nach oben steigen, kurz eine Korrektur sehen und dann kommt es darauf an, den Support bei 45.700 US-Dollar eben zu halten, ihn zu bestätigen als Unterstützungslinie und dann können wir uns in die Gefilde in die Richtung zu 50.000 US-Dollar begeben. Das wäre zum aktuellen Zeitpunkt nochmal ein Kursanstieg von knapp 20%, somit nicht die Welt. Ich halte das Ganze für realistisch, aber auch sehr viele andere Trader halten das für realistisch und meistens passiert hier genau das, was viele eben nicht erwarten. Um nochmal eben das Thema unverhofft kommt oft anzusprechen, so teilte hier ein Twitter-User, während die Fed die Zinsen erhöht, können wir diese Zinsen schneller erhöhen, wenn die Inflation verschlechtert wird. Das Ganze klingt ein bisschen komisch, ich denke mal, man kann das so herauslesen, dass wenn die Fed jetzt die Zinsen anhebt, aber trotzdem die Inflation weiter auf dem Vormarsch ist, dass die Fed halt auch eben sehr schnell darauf reagieren kann und sehr spontan weitere Zinserhöhungen hiermit einnehmen könnte. Auch das sollte man im Hinterkopf behalten, das ist zwar nichts, mit dem man fest planen kann, man muss aber halt im Hinterkopf behalten, dass es zu spontanen Zinserhöhungen kommen kann, die natürlich den Markt ziemlich stark erschüttern könnten. Allgemein werden die nächsten Monate, wahrscheinlich sogar Jahre, sehr, sehr schwierig für die breiten Finanzmärkte. Ich denke, der Kryptomarkt ist hierbei noch einer der besten Performer. Aber die allgemeine geopolitische, weltwirtschaftliche Situation ist nun mal eben nicht im Top-Niveau aktuell. Wer ebenfalls nicht im Top-Niveau war, war ein Wall Street-Mongul, der lange Zeit, viele, viele Jahre, extrem negativ über Kryptowährungen gesprochen hatte. Jetzt endete sich das Blatt. Denn Keen Griffin, der Milliardär hinter Citadel, erklärte in einem aktuellen Interview, dass er, nachdem er einer der größten Bitcoin-Kritiker an der Wall Street gewesen war, glaubt, dass Kryptowährungen einer der größten Erfolge der letzten 15 Jahre sind. Außerdem bestätigte er, dass sein Unternehmen prüfen wird, wie sie sich hier am Kryptomarkt beteiligen können. Bei Griffin handelt es sich um einen US-amerikanischen Hedgefondsmanager und den Gründer von Chief Investment Officer sowie einen 80%igen Anteilseigner der Citadel LLC und ihres Ablegers Citadel Securities. Wahrscheinlich spreche ich das falsch aus, es tut mir leid für alle, die ich aktuell gerade damit trigger. Wenn man nach Bloomberg geht, dann handelt es sich hierbei tatsächlich um einen der reichsten Menschen der Welt. Mit einem insgesamten Vermögen von knapp 30 Milliarden US-Dollar wird er hierbei auf Platz 40 der weltweit reichsten Menschen gesetzt. In einem Bloomberg-Interview sagte Griffin halt eben, Kryptowährungen waren in den letzten 15 Jahren eine der größten Geschichten der Finanzwelt. Obwohl er den Erfolg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen anerkennt, gibt er zu, dass er seit vielen Jahren ein Skeptiker ist, wie viele andere an der Wall Street eben auch. Im November letzten Jahres, und das finde ich wirklich krass, weil das ist halt gerade mal ein paar Monate her, behauptete er noch, dass Bitcoin keinen kommerziellen Nutzen habe und dass, ich zitiere, er für die meisten Probleme nicht wirklich die Lösung ist, die wir brauchen. Die Menschen sind sehr auf eine Welt neuer Ideen und neuer Kreationen fixiert. Ich befürchte, dass ein Teil dieser Leidenschaft bei Kryptowährungen fehl am Platz ist, sagte
er auf einer Veranstaltung der New York Times. Nun wendete sich halt das Blatt und ein paar Monate später sprach er auf einmal positiv über Kryptowährung, möchte diese Technologie sogar mit seinem Unternehmen unterstützen. So sagt er weiterhin: Ich will klar sagen, dass ich in dieser Zeit zu den Pessimisten gehörte. Aber der Kryptomarkt hat heute eine Marktkapitalisierung von etwa 2 Billionen Dollar in runden Zahlen, was ihnen sagt, dass ich mit dieser Entscheidung nicht richtig lag. Ich bin nach wie vor skeptisch, aber es gibt Hunderte und Millionen von Menschen auf dieser Welt, die das nicht so sehen. Es ist ja auch vollkommen normal und nachvollziehbar, dass er skeptisch ist. Interessant ist halt, dass jetzt die Einsicht kam und dass er tatsächlich in den Markt mit investieren möchte. Zum Einstieg in den Kryptomarkt sagt er: In dem Maß, in dem wir versuchen, Institutionen und Anlegern bei der Lösung ihrer Portfolio-Allokationsprobleme zu helfen, müssen wir ernsthaft in Erwägung ziehen, als Market Maker in Kryptowährungen aufzutreten. Es ist davon auszugehen, dass wir in den kommenden Monaten Märkte für Kryptowährungen schaffen werden. Ey Freunde, es ist wirklich unglaublich positiv, was wir gerade in den letzten Wochen hier für Nachrichten bekommen haben. Ich weiß, Bitcoin sieht teilweise kacke aus. Wenn man es von ganz weit weg betrachtet, sind wir immer noch in einem Downtrend und. Aber die weltweit größten Investmentunternehmen kommen in den Kryptomarkt Stück für Stück, langsam aber sicher. Ich rede hier von BlackRock, ich rede hier von Fidelity und unzähligen anderen Unternehmen, die ich in den letzten Wochen immer mal wieder angesprochen habe. Und so teilte beispielsweise gerade eben erst Blockworks auf Twitter: Just In, der weltweit größte Zahlungsabwickler Worldpay von FIS tritt einem Crypto-Compliance-Netzwerk bei. Und auch Forks sagte, dass Bitcoin seinen Wert für die Welt demonstriert. Ihr seht's also, die meisten Dinge stehen hier tatsächlich auf Bullish und ja, ich stimme mit jedem überein. Es besteht die Möglichkeit, dass wir nochmal auf 20k runterfallen. Das darf man nicht vernachlässigen, aber fundamental sieht es unglaublich positiv für den Kryptomarkt aus. Für wen es auch tatsächlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, positiv aussieht, ist für die Privatanleger von Kryptowährungen in Russland. So wollen Kryptobörsen der Aufforderung der Ukraine nicht nachkommen, russischen Kunden ihren Dienst zu verweigern. Zu den Börsen gehören beispielsweise Binance, Coinbase, aber auch KuCoin, die der Aufforderung, Russen von ihrer Plattform auszuschließen, mit der Begründung zurückgewiesen haben, dass dieses Verhalten dem Ethos von Kryptowährungen widersprechen würde. Ich hatte ja bereits vor ein paar Tagen darüber berichtet, dass die ukrainische Regierung hier gefordert oder gefragt hatte, ob die Kryptobörsen nicht die kompletten Russen vom Handel ausschließen könnten, also eben die Accounts sperren oder einfrieren könnten, die von Russen genutzt werden. Viele Kryptobörsen haben darauf sehr kritisch reagiert. Kraken sagte beispielsweise direkt: Wir machen gar nichts, wenn wir nicht von der US-Regierung hier Auflagen bekommen. Und Binance auf der anderen Seite sagte: Ja, okay, man kann an so einer Idee möglicherweise arbeiten. Das Ganze ging allerdings dann von einzelnen Politikern, von einzelnen Personen darüber hinaus, dass dann eben gefordert wurde, dass alle russischen Kryptobörsen bzw. alle Nutzer hierbei auf Eis gelegt werden. Und das wurde eben mit den Worten angesprochen, dass es wichtig sei, nicht nur die Adressen einzufrieren, die mit russischen und weißrussischen Politikern in Verbindung stehen, sondern auch normale Kunden zu sabotieren. Genau diesen Twitter-Post hatte ich auch schon vor ein paar Tagen mit euch geteilt. Es liegt halt unter anderem daran, dass viele Leute Angst haben, dass eben die russische Regierung hier mit Hilfe von Kryptowährungen eben die Sanktionen umgehen könnte. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut, dass die Kryptobörsen sich tatsächlich dagegen stellen und sagen: Nein, wir werden nicht alle russischen und weißrussischen Nutzer bzw. ihre Accounts hier einfrieren. Denn man muss mal ganz klar sagen, dass 99,99% der russischen Bürger diesen Krieg in der Ukraine gar nicht wollen, dementsprechend noch absolut machtlos sind gegenüber dem, was Putin hier für Auflagen vorlegt. Ich finde es sehr gut, dass eben nicht die gesamte Bevölkerung jetzt darunter leiden muss. Die russische Bevölkerung muss sowieso aufgrund der aktuellen Politik extrem leiden. Wie bereits gesagt, viele Börsen haben gegen diese Auflagen gesprochen. Coinbase war eine der letzten Börsen, die hier auf Twitter eine offizielle Stellungnahme posten. Und so sagte das Unternehmen: Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir kein generelles Verbot für alle Coinbase-Transaktionen mit russischen Adressen verhängen. Stattdessen werden wir weiterhin alle verhängten Sanktionen umsetzen, einschließlich der Sperrung von Konten und Transaktionen, an denen sanktionierte Personen der Organisation beteiligt sein können, was ich absolut nachvollziehen könnte. Auch Binance äußerte sich jüngst noch einmal zu dieser Situation und sagte: Kryptowährungen sollen den Menschen auf der ganzen Welt mehr finanzielle Freiheit bieten. Diese einseitige Entscheidung, den Menschen den Zugang zu ihren Kryptokonten zu verbieten, würde die Existenzberechtigung von Kryptowährungen zuwiderlaufen. Ich habe ja schon gesagt, dass beispielsweise der CEO von Kraken auch gegen dieses Vorhaben gesprochen hat und auch der KuCoin-CEO sagte zu dieser Situation: Als neutrale Plattform werden wir die Konten von Kunden aus keinem Land einfrieren, ohne dass dafür eine rechtliche Grundlage besteht. Und zu dieser schwierigen Zeit sollten Maßnahmen, die die Spannungen erhöhen und die Rechte unschuldiger Menschen beeinträchtigen, nicht unterstützt werden. Das ist halt eben genau das, was ich eben meinte. Durch diese Sanktion, dass beispielsweise 7 russische Banken aus dem SWIFT ausgeschlossen werden oder dass beispielsweise Visa und
von Mastercard mittlerweile schon den Handel im Inland hier komplett blockiert haben, sind die Bürgerinnen und Bürger in Russland schon extrem arm dran. Noch zusätzlich jetzt die Kryptokonten einzufrieren, wäre meiner Meinung nach zusätzlich eben noch verheerender. Natürlich möchte man das ganze Land unter Druck setzen, auch die Bürgerinnen und Bürger, damit sie sich eben gegen den Präsidenten stellen. Da es sich hierbei allerdings um eine Art Diktatur handelt, wird der Meinung der Bevölkerung leider sowieso nicht so viel Gehör geschenkt. Des Weiteren hat Russland jetzt auch seit heute die Ausfuhr von ausländischem Bargeld im Wert von umgerechnet 10.000 Dollar verboten. Somit sind jetzt ausländische Währungen von dem Verbot betroffen. Mit diesem Vorgehen soll der weitere Kapitalabfluss verhindert werden. Der russische Rubel leidet ja schon seit einigen Tagen nicht nur aufgrund der Leitzinspolitik, die hier natürlich sehr aggressiv gefahren wird, sondern eben auch unter anderem aufgrund der Sanktionen. Putin begründet das aktuelle Verbot der Ausfuhr von ausländischem Bargeld mit unfreundlichen Schritten der USA und anderen westlichen Staaten und Organisationen gegen Russland. Zahlreiche russische Banken sind schon mit Sanktionen belegt. Aus diesem Grund funktionieren schon einige Kartenzahlungen in den Geschäften nicht mehr, natürlich auch aufgrund der Visa- und Mastercard-Sperrungen. Insgesamt geht es den Bürgerinnen und Bürgern mittlerweile nicht mehr wirklich gut, denn auch viele Bankautomaten schütten gar kein Geld mehr aus und die Angst vor der Entwertung des Rubels drängt die Leute dazu, einfach nur irgendwelche beispielsweise Mobiltelefone zu kaufen, um den Wert zu erhalten. Mobiltelefone und andere Technikgegenstände sind halt da momentan der Hedge gegen die Inflation, denn so stark wie der Rubel steigt, kann man sich quasi in jedes Asset oder auch in jeden Gegenstand einkaufen, der seinen Wert wenigstens ungefähr behält, um halt eben der starken Inflation entgegenzuwirken. Das ist halt unter anderem auch der Grund, warum der russische Markt momentan so stark in den Kryptomarkt investiert, halt einfach eben nur, um das Geld zu sichern. Somit möchte ich das Video auch schon beenden. Ich werde jetzt nicht noch 100 Jahre hier im Outro über die aktuelle Situation reden. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, dass die Kryptobörsen hier nicht einheitlich einfach nur alle russischen Konten einfrieren. Das würde mich extrem interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher bullisch oder bärisch für die nächsten Wochen eingestimmt seid, was den Kryptomarkt angeht. Ich beende an dieser Stelle das Video. Hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Sollte dem so sein, lasst mir eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ich bin bis dahin etwas gesünder. Bis dahin, ciao, Freunde.